Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die War of the Walkers mit dem Spielekaiser. Guten Abend, guten Tag. Guten Abend, guten Tag. Guten Tag. Ja, 20:58 Uhr. Wir sind in der neuen Aufnahmesession. Es ist nicht Sonntag, weil Sonntag hat der Herr Kaiser keine Zeit. Lässt er mich allein und dann haben wir gesagt, wir können ja nicht die Tag 14 Horde so lange warten lassen. Das geht ja nicht. Genau. Ja. So, Vollessen. Jetzt Gas. Bevor genau, Vollessen 20 Uhr ist. Ein Medipack gucke ich schon mal oben. Ah, da bist du gerade dran. Ja, warte, Antibiotikum haben wir hier. Schau du mal rein, ich gucke noch mal eben wegen Ballaritis, aber da sollte eigentlich alles da sein. Also ich habe 487 Schuss für die Remington. Remington. Ja, haben wir noch Weapon Repair Kits? Ich glaube, die haben wir alle aufgebraucht, wa? Ui. Wegen das dem... wäre nicht so toll. Echt, haben die alle weggemacht? Ja, wegen dem Bohrer-Gedöns, Scuben. Ne, hier sind noch 36, ich nehme 18 raus. Okay. Haben wir überhaupt nichts mehr zu essen? Ich hab noch ein bisschen Cornbread. Cornbread, ja, nehme ich gerne. Schmeiß ich dir hin. 4 Stück. Hast du genügend? Ich habe jetzt noch 4, ja. Das sollte erstmal reichen. Ja, ich habe noch 16 Mehl einstecken, weil man, könnte ich, wie lange haben wir denn? 22, 42. Wir müssen nämlich dann da unten drunter sein, wenn das losgeht. Ist schon, ja. Bottled Water, siehst du irgendwo? Oder im Feuer war, ne? Ja, ich hab sonst zu trinken noch ganz viel mit. So, Cornbread kann ich anmachen. Das ist manchmal das, wenn du ins Feuer reingehst und dann das Feuer anmachst, dann erkennt er nicht, dass er jetzt eigentlich mal loslegen könnte langsam. Ja, ja. Das hat aber irgendwie bei allem, wenn du was craften möchtest, dann musst du nochmal raus und wieder rein. Das ist ziemlich nervig. Irgendwie noch ein bisschen buggy, ja. Ich hatte übrigens in der ersten Folge der letzten Aufnahmesession hatte ich gesagt, dass die War of the Walkers 5.2 raus ist. Mhm. Und das ist noch nicht raus zu diesem Zeitpunkt. Also ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr das hier seht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht raus, ne? Aber könnte sein. Ah, das ist doch okay. So, wir sollen, hat jemand auch geschrieben, wir sollten mal unsere Getränkekiste aussortieren, weil... komm mal schnell. Ja, ich komme. Aber da... Hast oder so du was? Irgendwas zum Reparieren? Ja, du hast deine super Nailgun, ne? Genau, und Beton habe ich auch einstecken, also wenn es darum geht. Gut, ich baller. Ich habe sogar Forged Steel habe ich da. Sehr gut. Forged Iron habe ich nicht da, für die Gitter eventuell, wenn die kaputt gehen sollten. Habe ich 400 noch was in der Tasche. Okay. Wo sind unsere Gitter? Um eins noch, gib mir das. Wieso, hä? Was denn? Wieso kommen die zu den Gittern hoch? Ich habe Gitter. Ich meine hier in dem... Wir haben doch da unten irgendwo Gitter gemacht. Da. Ach, ich bin zu hoch. Okay. Ich wollte gerade sagen, also an den Gittern los. Oh, ich komme. Warte. Noch ein Cornbread, komm. Geht's nicht mehr. Nein! Ich komme. Komm. Warte. Ich komme hier runter. Jetzt. Ich glaube, die sind bei dir. Echt? Mhm. Dann komm zu dir. Nee, ich komm. Yay! Ich mach hier nochmal die Tür zu, nicht, dass die uns hier irgendwie... Oh, das ruckelt bei mir teilweise. Ah, hier ist der Frame drin. Okay, wenn sie aufklatschen, sind sie tot. Echt? Ja, ja. Wir haben nichts zu tun. Bist du oben drin oder wo bist du? Nee, ich bin gegenüber hier. Auf der anderen Seite. Ah, da, guten Tag. Ich hab immer so Lags, ich verstehe das gar nicht. Da hängt bei mir das Spiel komplett. Das ist natürlich jetzt... Ja. Es geht jetzt. Okay. Ich bleib jetzt stehen und warte ab. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren, ne? Soweit ja. Guck mal, die Dicke. Da müssen wir nur noch mal hinterher schießen. Ab und zu. Das ist halt die Frage, wenn die aufeinander landen, ich glaub, dann fallen die weiter. Ich geh mal runter und guck mal, ob da schon mal ein Blut durchfällt. Ja. Und ich versuche, wird mir nachgezuckt. Also sieht gut aus. Also unsere Falle... Funktioniert, ne? Ja, guck mal, man kann schön looten. Ganz gemütlich. Kling. Kling, Glöckchen. Genau. Da kam ein Hund. Bin gespannt, wenn hier ein Spektraler kommt. Ne, wie heißt der? Feraler. Warum ist ein Spektraler? Kennt man den Spektralen? Spektraltiger. Wie süß hier durchhängt. Ey, da war was zu essen drin. Super. Oh, da ist er. Der schlägt sogar nach mir. Das sieht so geil aus. Aber sollte man nicht, kannst du von unten die kaputt schlagen? Oder kann ich durch die Gitter schlagen? Geht nicht, ne? Durch die Gitter nicht, ne. Da wollte ein Hund. Tun.
Das ist ja echt geil, wie die. Steht die oben? Na komm, Bobby. Ah, hier ist eine dicke. Ja. Jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir oben die Gitter rausnehmen und auch so. Wo die Gitter rausnehmen? Da, wo du gerade stehst, da oben. Und da auch diese Säulen ranmachen, dann könnte man da durchlooten schon mal. Du, ich glaube, hier sind welche oben drauf gelandet, kann das sein? Sehe ich gerade nicht. Ah, guck mal, das Geschütz läuft. Ja, das ist nur da oben. Ja, ich sehe, da klatschen sie auf. Ich stelle mich jetzt mal auf die andere Seite. Ja, ich muss noch. Da ist noch ein bisschen tief hier. Ja. Wir müssen den noch etwas vergrößern. Geil, wie sie leuchten. Das ist geil, ne? Ah, da, guck mal, da ist einer gelandet und läuft weiter. Ah. Also. Okay, ein bisschen den Rand machen wir mit Geschützen am besten dann. Das funktioniert da ganz gut. Oder manuell, halt, damit wir ein bisschen was zu tun haben. Vielleicht mach ich wie geil das ist. Oh, da ist einer. Geil, Leute. Wie letztes Mal, der Kopf noch platzt. 23, das klingt irgendwie schlimm, oder? Das ist nicht werbefreundlich. Wenn der Kopf platzt, ach. Moment, wieso geht der Strom nicht mehr? Weiß nicht, vielleicht ist er alle. Der Strom funktioniert nicht mehr. Oh yeah, warte, ich guck mal. Müsste aber gehen. Ist alles voll und Power jetzt, drauf. Jetzt geht er, ja. Oh, da ist ein Hazmat. Wie heißt er? Weißt du, was ich meine? Oh, der ist durchgefallen. Ja, hier ist alles cool. Ich gehe mal auf die andere Seite gerade, weil da... Ja. Mach immer so ein bisschen Matsche weg. Ja, das wäre ganz gut. Okay, jetzt hat es auch den Hazmat da. Der Nachteil ist natürlich von dieser Methode, wir kriegen keine Punkte. Ja. Ah, da bin ich auch da. Oh Mann. Zeug im Licht, der ist der Hammer. Fällt das denn durch? Wenn mal einer direkt platzen würde, ja, aber ich kriege soweit alle weggelootet. Okay. Und Hund. Aber die Hunde sind schon ganz lieb, weil die sind ja fies. Die sind gut, was ja. Ist, was soll ein Sound machen? Multi-Kill. Kleber. Zack. Ja. Da liegt schon viel Matsche rum. Machen wir da oben auch noch Blades drauf. Müssen wir mal gucken. Ja, die Reste müssen noch gehäckselt werden, das wäre gut. Ja, genau, ja. Und da kommt wieder einer. Hat das Geschütz mal kurz eingesetzt? Ja. Manchmal sind die noch nicht als tot. Also, man muss noch mal draufschießen, damit sie wirklich... Ja gut, aber ist das nicht ein Anzeigefehler im Endeffekt? Ja. Du kannst von unten kannst du durchschlagen, oder was? Ich kann unten, ja, das geht. Und dann krieg ich die ganz gut. Oh, hallo. Hat er sich wehgetan. I believe I can die. I believe I can touch the sky. Ja, die rennt da oben rum, die Tante. Sehr schön. Platsch, platsch. Ach, guck mal, ja. Das Geschütz. Aber wenn's. Das Geschütz ist sehr effektiv, ne? In Reichweite kommt, dann geht's los, ja. Warum läuft jetzt der Strom die ganze Zeit? Weil der mich hier Reste liegen? Ja, der berechnet die, die runtergefallen sind. Irgendwo hier. Also siehst du welche nicht kaputt? Nee. Kommt nicht durch, oder? Leider nicht. Haben wir denn noch? Hab ich noch? Pillars? Nee. Aber irgendwas scheint hier unten noch zu... Was man natürlich machen könnte, man könnte natürlich einen frei machen. Da kommt ja maximal ein Crawler durch. Ja. Ach, sehr schön. Wobei ein Hund... Nee, ein Hund geht so viel super kaputt. Schon cool. Das ist so eine dicke. Ja. Boah, was da an die Matsche runterkommt. Ich geh nochmal nach unten. Screenshot fertig. Unten sind noch. Oder sind nur.
Betonpfeiler, die müssen wir dann immer noch Stahl aufwerfen. Tschüss. Aber hier die Spikes nehmen absolut keinen Schaden. Nee, ich glaube auch, dass sie relativ langsam dabei sind. Ich komme mal nicht ran. Jetzt starten sich mal langsam die Körper. So, zwei davon. Zack, zack, zack. Da geht jetzt von oben. Ja, Zombies. Wir legen mal ein paar Kisten hin. Was das ein Geflatter ist. Ich sehe das Geräusch auf meinem Kontrollmonitor. Ja. Leuchtet nur blau. Ah, sieht echt gut aus. So. Jetzt kommen die Leichen nach. Wie können wir denn die Leichen am besten entsorgen? Wir bräuchten... Ob das mit den Messern geht, weiß ich gar nicht. Gibt es nicht einen Hearthstone, das man da durchschlägt eventuell? Und wir könnten auch die Pillar ansetzen halt. Das sind die halben Blöcke. Müsste auch ganz gut funktionieren. Ja, das meine ich, dass wir dann da durchschlagen können, aber nicht. Guck mal hier, was war das, ein Farmer oder so? Ein Farmer? Dass sie das überleben, frage ich mich manchmal. Ja, wenn der Feraler kommt, ich glaube, der überlebt das nicht. Der überlebt es richtig und da haben wir noch Spaß. Weil der rausspuckt, meinst du? Kopf wird gut, ja. Das ist ein bisschen lustig. Loot, Loot, Loot. Finde ich schon ganz gut. Also funktioniert auf jeden Fall. Ja, ich meine, jetzt die Tag 2 heute ist natürlich auch noch recht unspektakulär. Ja, aber das, wir haben das Ding schön schnell aufgebaut. Und dafür ist es echt okay. Also. Kann man noch optimieren. Also gerade die Restentfernung muss auf jeden Fall noch optimiert werden. Aber wir haben dann wieder etwas mehr Zeit. Ja. Da, da, da. Da heißt, wir kriegen Knochen ohne Ende. Das ist gut. Da ist ein Hazmat. Für den Rest müssen wir gleich nach oben. Oh, eine rote Hose. Yay. Yeah. Aber es ist interessant, dass man die KI so ausnutzen kann, dass die Zombies dann durch das Loch einfach runterkommen. Einfach runterfallen, weil sie zu ihm wollen. Ja. Was ist denn da? Was ist das? Ah, jetzt hat noch ein bisschen vorhersehbar, ne? Ja. Nicht so eilig, junger Mann. Geil. Ups. Na, fängst du ab. Das Geschütz macht aber echt. Boah, Wahnsinn. Wir müssen alles looten hier. Hast du, haben wir eine Kiste unten? Ja, ich habe zwei Stück hingemacht. Okay. Mal ausmüllen. So. Wie spät haben wir denn noch? Kurz vor zwei. Jetzt kommen immer noch diese zwei. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht viel erwartet, ehrlich gesagt, mit der Horde. Ich habe jetzt halt gedacht, dass wir dadurch, dass wir im Level relativ weit sind, dass er da uns irgendwie auf den Sack geht. Mhm. Oh, hi. Bam. Achso. Okay, das ist leer. Da ist es drin. Na, jetzt kommen aber noch mal ein paar, wa? Haben sich irgendwo versammelt. Ich spuck noch ein bisschen hinterher. Ja, wenn die einmal unten durch die Drähte durch sind. Ja. Ja, aber eigentlich sollten die unteren auch noch welche kriegen, wenn alles richtig verkabelt ist. Ja, die kriegen ja auch. Alles gut. Sie ist online.
Ah, da ist noch ein dicker. Ja, das müssen wir halt, wir müssen halt das Loch oben wahrscheinlich doch noch kleiner machen. Oder die Grube mal erweitern. Ja. Was man noch machen kann, ist zum Beispiel die Rems außen hinsetzen. Oben, genau, das hat irgendjemand schon einen Trichter runter macht, ja. Das funktioniert auch ganz gut. Aber fürs Erste super, also. Schöner Erfolg. Die erste Variante der Falle. Ja. Der Drogenstern ist noch mal richtig einsatzbereit. Fast. Kommt hin. Da hängt ein Hund. Da hängt eine Hand. Ach, ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Hünder. Ein Werwolf. Back. Ich kann ja mal hochgehen, mal gucken, wie es da aussieht. Ja, die fallen halt gemütlich und. Geil. Ja, dieser blaue Effekt ist schon echt schön. Sieht schick aus, ja. Oh, hab ich mal geschossen. Oh, dicker. Was er sich wehrt. Bam, bam. Ah, da liegt schon einiges hier rum. Geil. Oh, bei mir hängt gerade das Spiel. Wie? Komplett aufgehängt. Ah, jetzt geht's wieder weiter. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas läuft im Hintergrund. Ich hab früher auf dem Windows-Update oder so läuft. Ja, es ist so ätzend, dass man das nicht ausschalten kann. Ja, doch, kannst du. Du kannst es ausschalten. Ach, geht. Okay. Wenn du ein Bettbild direkt ausmachen möchtest und dann hast du da noch... Ja, aber da kannst du ja sagen, runterfahren, dann macht das ja alles automatisch. Das ja, ich muss aber, meine Steckdose mache ich immer noch manuell aus. Achso, warum? Ich habe da so eine Power Master Slave Geschichte dran. Achso. Und ab und zu macht er noch so einen Animpuls. Keine Ahnung. Ich flackere das hier. Zum Austauschen mal zeigen. Ich hacke hier die Screenshots durch, um. Ja, da wird er nicht entscheiden. Ne? Ja, im Moment passiert ja nicht viel, ne? Also. Ich leuchte blau und. Das Blitz. Da oben ist einer, aber mal gehe ich mal auf die andere Seite. Tourist. Ah, die haben so viel Sandwiches dabei. Schimmelte? Ja. Oder Fische. Haben sie Fische oder haben sie was mal gemacht? Haben sie Schnittchen gemacht für uns? Ein bisschen Essen habe ich schon. Sonst so verschimmelter Scheiß. Was ist los bei einem? Der überlebt ja. Oh. Tot. Ja, die nehmen schon gut Schaden, du merkst es. Ja. Aber es kommt immer noch mehr, gell? Ja, irgendwie spuckt er noch hinterher. Ja, soll er ruhig. Der kann alles gebrauchen. Matsch. Spannend wird's halt, wenn die Cops kommen. Kotzer, ne? Der dritte Tag ist erst kritisch. Ja, ich habe halt gedacht, dass das Spiel irgendwie sich sagt so, boah, die Jungs haben jetzt ganz schön vorgelegt, ne? Machen wir den, ist das mal nicht so einfach hier. Da oben steht. Der ist aber schon tot. Der hat ja auch schon keinen Kopf. Boah, schon daneben gehauen, scheiße, ey. Da. Ey, wir können die Parts nehmen, oder mit? So. Matsch. So, schön zu hackeln. Ach, du hast irgendwie gegen die Spitze gerade geschlagen. Ich dachte gerade, jetzt hauen sie irgendwo doch rum. Nee, die machen irgendwie gar nichts. Sehr schnell. Platt. Ja, gut, wenn oben die Hexer sind, ist das ja noch effektiver. Ja. Was ist denn hier? Wieso blitzelt das da unten noch? Kannst du mal aufhören? Wird aufgeblitzeln. Hör dich mal auf. Der liegt bei mir und ist verbritzelt. Aha. Guten Morgen. Guten Morgen, dann gucken wir uns das mal von oben an. Ja, ich guck jetzt mal da rein. Ja, ich mach mal Strom aus.
So, man kommt hier nicht hoch, weil hier keine Leiter sitzt. So. Jetzt schauen wir uns das mal von oben an. Cool, ey. Oh, da leben ja noch welche. In die Grube mit dir. Wie das aussieht, oder? Voll gut. Ein schöner Success. Schön. Und, kommt noch was? Da ist noch einer. Ich würde mal sagen... Das reicht uns! Ja. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Montag, müsste es sein. Montagabend. Oder, ja, je nachdem, wann ihr das guckt. Wenn ihr zeitnah guckt, dann Montagabend. Und das war die Horde, die jetzt noch, naja, recht unspektakulär ausgefallen ist. Weil halt die Horde selber normalerweise an diesem Tag nicht so hart ist. Und natürlich, weil unsere Gegenwehr natürlich perfekt war. Ja, das war schon gut. Aber wir werden auf jeden Fall... Wir müssen mal gucken, vielleicht setzen wir hier auf diese Rampe aus den Außenrand noch ein paar Rotoren. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, hier dass oben. Der Rand so ein bisschen freigeschreddert so, wird. Noch die... einen wegnehmen und dann... Das ist eine gute Idee. Hier haben wir jetzt wieder ein bisschen Luft. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Zeit, um hier noch aufzurüsten. Cool. Ja, das wird gut. Hashtag waren ein paar schöne Baufolgen für euch jetzt. Hashtag... easy. Oder? Nee, easy. Easy, nee, easy ist so easy. Easy. Ja. Hashtag zu leicht. Nein, war es ja nicht. Wir waren ja, also wir waren schon in Bredouille, muss man schon sagen. Also war nicht so. Ja, da waren schon echt brenzlige Situationen bei. Ja. Ich kann nicht mehr looten. Er lootet bei mir auch nicht mehr, ne. Der ja. Hier, der liegt hier. Na. Ja, warte. Ja, alles gut. Gut, bis morgen. Bis morgen. Herr Kaiser. Gut, tschüss. Tschüss.